Hier ist das SKB-Journal am Mittwoch und das sind unsere Themen. Tausendsassa Jumpert soll ein Amt aufgeben. Dirk Stieger fordert den Rücktritt des Multifunktionärs als Stadtsportbund-Vorsitzender. Thiemann gratuliert neuem CDU-Fraktionsvorsitzenden. Ralf Brinkhaus hat ihre Unterstützung. Und Touristiker diskutieren bei öffentlicher Marketing-Sitzung. Bei einer Bootstour wird über die Verkehrssituation gesprochen. Ja, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zu den SKB-Nachrichten. Es bleibt ein heißes Thema. Multifunktionär Werner Jumpert, der gleichzeitig Vorsitzender der städtischen SPD und auch noch Chef des Stadtsportbundes ist, reizt mit seiner Doppelfunktion schon seit längerer Zeit die Freien Wähler. Bei der Eröffnung des Kommunalwahlkampfes 2019 sprach jetzt der Fraktionsvorsitzende Dirk Stieger Klartext. Dirk Stieger war eigentlich bei der Bootsfahrt der Freien Wähler gut gelaunt, aber wenn er an die Funktionen des Werner Jumperts in der Stadt denkt, das missfällt ihm, genauso wie das Wetter beim Ausflug der Freien Wähler. Er fordert jetzt unverhohlen im SKB den Rücktritt von Jumperts als Stadtsportbundchef und begründet das so. Ich war, glaube ich, vor einigen Monaten bei Ihnen, wo ich gesagt habe, auf die Frage, ich gehe davon aus, dass Werner Jumperts, den ich sehr schätze, dass der selber erkennt, dass diese Kombination so nicht richtig sein kann. Ich bin heute sehr verwundert, dass es diesen Aufschrei eben nicht gibt in dieser Stadt. Haben wir hier den Werteverfall schon so groß, dass das gar keiner mehr merkt? Ich glaube aber, Herr Brösige hatte sich da auch zu geäußert. Ich gehe davon aus, dass diese Kombination nicht funktionieren kann. Wenn Sie sich die aktuelle Matz-Berichterstattung angucken, da war in einem Artikel zurzeit gleich drin Werner Jumperts SPD-Vorsitzender und Werner Jumperts Stadtsportbund. Vorsitzender. Dass das nicht funktionieren kann, müsste eigentlich jeder merken. Und da muss man, glaube ich, auch gewisse Trennungen vollziehen. Die Bürger sollen schon wissen, welche Gremien hier welche öffentlichen Gelder vergeben. Und so eine Selbstbedienungsmentalität, die man sich da andenken kann, brauchen wir überhaupt nicht. Also Rücktritt. Die Trennung der Ämter wäre sehr vernünftig. Interessenkollision im bevorstehenden Wahlkampf nicht ausgeschlossen bei Jumperts. Auch mit der Sportförderung durch die Stadt, Thema in der aktuellen SVV, ist Stieger nicht in allen Punkten einverstanden. Zwar begrüßt er grundsätzlich das finanzielle Engagement für den Sport, und da insbesondere für die Kinder- und Jugendarbeit, bezweifelt aber, dass die Mittel immer richtig eingesetzt werden. Wenn eben Ziel der Förderung Breitensport, insbesondere Kinder- und Jugendsport ist, muss man sich angucken, wie die Mittel in den vergangenen Jahren eingesetzt worden sind. Und wir haben nichts weiter getan, als eine Vorlage der Verwaltung ausgewertet. Da sind nämlich konkret die Angaben drin, welche Gelder im letzten Jahr, also in diesem Jahr 2018, für die Vereine vergeben worden sind. Da sind also 8 aufgelistete Einrichtungen, insgesamt sind es aber 11, also 11 Einrichtungen. Davon sind es 4 Wassersportvereine und davon sind die Ruder- und diese Motorjachtvereine. Und wenn Sie überlegen, dass wir dort bei diesen Vereinen in der Summe 216 Mitglieder haben und davon aber nur 16 Mitglieder unter 18 Jahren, dann ist mir das zu wenig. Dann ist jetzt das Ziel, dass wir Kinder- und Jugendsport fördern wollen, damit allein vielleicht nicht erreicht. Also wir gehen davon aus, dass die Sportförderung mit diesen 100.000 Euro weiter fortgesetzt werden soll. Aber wir müssen uns als Stadtverordnete klare Kriterien eben überlegen, wie man noch viel besser den Fördergedanken mit verfolgen kann. Auch nach dem momentanen Aus für ein Hotel am Packhof sieht Stieger enormes touristisches Verbesserungspotenzial am Salzhofufer. Hier muss sich seiner Meinung nach mehr entwickeln. Wir haben eine Strecke zwischen den beiden Brücken dort gelaufen, zur Luckenberger Brücke rüber, und haben uns überlegt, dass das Ufer ist ja eine der besten Ecken in dieser Stadt. Aber da passiert noch zu wenig. Wir können uns da gut vorstellen, dass man da eben doch mehr Gastronomie, also auch Hotel, Gastronomie, viele Sachen noch machen kann, wo die Leute eben, wie man so schön sagt, eine bessere Aufenthaltsqualität haben. Ich kann mir das gut vorstellen, man schlendert da durch, man kann sich da mal hinsetzen, isst mal einen Eisbecher oder auch mal, man trinkt mal einen Tee. Also da kann man sich gut unterhalten, und warum sollte diese Meile nicht etwas ausgebaut werden? Also da, glaube ich, kann man noch viel tun. Ganz konkret denkt er daran, den Eventcharakter in diesem touristischen Bereich deutlich zu erhöhen. Direkt am Salzhofufer, da wo die alte Schule mal stand, wo die alten Fundamente noch sind, können wir uns mit sehr behutsamen Überlegungen können wir uns vorstellen, dort ein Gebäude zu haben, wo man im unteren Bereich die üblichen touristischen Nutzungen drin hat, wie wir sie von jedem Ostseebad kennen, wo man da seine Souvenirs und ähnliche Sachen kaufen kann. Oben drüber könnten auch Wohnungen sein. Da muss man behutsamer, ich glaube, da kann man etwas tun, da kann man noch ein bisschen was machen. Und wenn ich überlege, wenn man im Toto oder auch gegenüber einer Werft sitzt und abends Veranstaltungen hat, das ist ein unglaublich tolles Flair. Die Brandenburger kennen das, ja. Und wenn wir davon an dieser Strecke zur Luckenberger Brücke rüber noch ein bisschen mehr hätten, würde das, glaube ich, vielen noch Spaß machen.
Mit diesen touristischen Verbesserungsvorschlägen steht er nicht alleine da. Auch der Stadtmarketingchef Thomas Krüger hatte im SKB-Talk mehr touristisches Flair für diese Region gefordert. Ein Hotel könnte man sich da auch am Platz des Labendorfes vorstellen. Dahin gehen auch Überlegungen der Freien Wähler. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat einen neuen Vorsitzenden. Ralf Brinkhaus hat sich gegen den Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Volker Kauder durchgesetzt. Zum Wahlsieg gratuliert auch herzlich die Bundestagsabgeordnete Dr. Dietlin Thiemann. Sie schreibt in einer Presseerklärung, dass die Bundestagsfraktion jetzt wieder zu einem eigenständigen Akteur werden muss und nicht nur das Ausführungsorgan der Regierung ist. Der Wunsch vieler Abgeordneter ist es, mehr zu gestalten, um so dem Wählerauftrag der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Mit der Wahl von Brinkhaus muss es auch gelingen, die Position der Kanzlerin wieder zu stärken, fordert Thiemann. Kauder war insgesamt 13 Jahre Fraktionsvorsitzender. Für seine Arbeit sei ihm großer Respekt zu zollen. Im Brandenburger Theater heißt es The Show Must Go On mit der sensationellen Komödie Der nackte Wahnsinn von Michael Frayn. In Der nackte Wahnsinn ist nicht so, wie es sein sollte. Hier öffnen sich Türen, obwohl sie versperrt sein sollten. Die Handlung. Eine Theatergruppe ist mitten in der Generalprobe. Doch das Bühnenbild ist unfertig und die Schauspieler scheinen am Ende. Da wären der alkoholkranke, alternde Schauspieler Salston und die junge, naive, wirklich dumme Schauspielerin Brooke Ashton. Keiner glaubt, dass die eine Aufführung schaffen. Doch nach der Generalprobe ist vor der Premiere. Hier gibt's komödiantisches Feuer vom Allerschärfsten. Die Darsteller werden in all ihren Facetten gezeigt. Das Publikum labt sich an ihrem Elend, Spieldrang und Improvisationstalent. Das Publikum kommt aus dem Lachen und Staunen nicht mehr heraus. Ein unvergesslicher Abend, der hinter und unter die Bretter führt, die die Welt bedeuten. Regie Johanna Schall, eine Aufführung des Theaters Neue Bühne Senftenberg. Am Dienstag, dem 2. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im Großen Haus des Brandenburger Theaters. Karten wie immer an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Der nackte Wahnsinn. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Schlafmützen aufgewacht! Das Herbstangebot im Brandenburg-Netz der RFT Kabel kommt. Testen Sie jetzt Basis HD 6 Monate lang gratis. Alles 100% digital, denn analoges Fernsehen war gestern. RFT Kabel. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Der Tourismusverein auf großer Bootsfahrt. Alljährlich werden vor allem Touristiker und auch Gäste eingeladen, um über die Weiterentwicklung des Tourismus hier in der Stadt zu sprechen. Und in diesem Jahr ging es vor allem um die Verkehrsproblematik hier in der Hafenstadt.
Dazu hatte man den Verkehrsexperten der Stadtverwaltung, Rolf Bayer, eingeladen, der über die Verkehrssituation referierte. Der Vorsitzende des Tourismusvereins, Thomas Deterling, freute sich über die zahlreichen Gäste an Bord. Städtische Geschäftsführer waren ebenso da wie auch der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Walter Paschen. Bayer erwähnte, dass das Verkehrsentwicklungskonzept erst in der Oktober-SVV abgestimmt werde und widmete sich dem Parkraumkonzept. Er betonte, dass es entgegen aller Unkenrufe genügend Parkplätze in der Innenstadt gebe. In den Abendstunden in der Altstadt gibt es natürlich mal Probleme, aber im Großen und Ganzen in der Neustadt, wenn man jetzt das Parkhaus in der St. Ann-Galerie mit betrachtet, dann gibt es eigentlich irgendwo immer freie Parkplätze. Das Problem ist eigentlich mehr die Auffindbarkeit dieser freien Parkplätze. Und deshalb haben wir jetzt vorgeschlagen, wir entzerren das Parkmanagement in der Stadt ein bisschen. Das heißt, wir ordnen das. Es wird keine kostenlosen Parkplätze mehr geben. Das solle jetzt aber alles besser organisiert werden. Es wird so weit wie möglich bewirtschaftet, und zwar an ausgewiesenen Stellen. Das wären zum Beispiel Neustadtmarkt, Molkenmarkt. Das wird das Pauli-Kloster vorgeschlagen und ein Teil der Kurstraße. Und durch diese Konzentration der Kundenparkplätze kann man dann natürlich auch mit einem vernünftigen Verkehrsleitsystem, mit einer Anzeige der freien Plätze, auch den Parksuchverkehr, den wir jetzt noch in sehr großem Umfang haben, halt auch vermeiden. Auch was mit der Steinstraße passieren soll, interessierte die Gäste an Bord. Hier konnte Bayer aber nur die verschiedenen Lösungsvarianten aufzeigen. Da ist es jetzt im Grunde so, dass die Nutzungsansprüche an diese Straße natürlich so vielfältig sind, durch Anwohner, durch Gewerbetreibende, durch Kunden, dass wir im Grunde keine konsensfähige Lösung erstmal vorstellen können und haben deshalb im Verkehrsentwicklungsplan vorgeschlagen, eine breite Diskussion zu beginnen, die dann entsprechend moderiert wird, um dann von allen Beteiligten eine Lösung mitzuentwickeln. Ich meine, da gibt es mehrere Möglichkeiten für die Steinstraße. Wir können sagen, wir machen sie autofrei, wir können sagen, wir machen sie als Einbahnstraße, wir können sagen, die Straßenbahn raus, wir können auch sagen, wir lassen alles, wie es ist. Ein größeres Verkehrsproblem stellt die Situation am Bahnübergang in Wilhelmsdorf dar. Dazu gab es Fragen, welche Lösung da kommen soll. André Eckert fasste die Frage zusammen. An der Planschranke was geplant, auf lange Sicht oder auf kurzfristiger Sicht? Also die plane Brücke an sich ist ja marode. Die wird im nächsten Jahr voraussichtlich erneuert. Mit der neuen Planebrücke wird dann auch der Bahnübergang neu gemacht. Der Bahnübergang erhält dann auch rechts und links oder beidseitig vernünftig breite Rad- und Gehwege, sodass man dann auch als Fußgänger und als Radfahrer da vernünftig die Straße queren kann. Bitter nötig, da was zu realisieren. Die marode Planebrücke soll also neu gemacht werden. Ins Gespräch gebracht wurde dann aber auch noch eine mögliche Überführung dort als Lösung. Bayer wies jedoch darauf hin, dass eine solche Überführung in den nächsten 10 bis 14 Jahren nicht zu realisieren sei. Ein derartiges Projekt würde nämlich zwischen 10 und 14 Millionen Euro kosten. Es wird aber einen neuen Bahnübergang geben. Der Bahnübergang Wust soll dann 2022 endlich für die lang ersehnte Entlastung für die Autofahrer sorgen. Kritik kam noch auf an dem geplanten Tiefgaragenparkhaus am Neustädtischen Markt. Vielleicht, das war ja auch schon im Hauptausschuss zu hören, wäre es wirtschaftlicher, das St. Annen-Parkhaus zu nutzen. Hierüber könnte man ja mal Gespräche mit dem Center führen. Viel Diskussionsstoff also. Die Havelstadt steht vor wichtigen Entscheidungen in der Stadtentwicklung und die Touristiker wollen ihren Beitrag dazu leisten. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir bei den Wetteraussichten für die kommenden Tage. Uns erwartet ruhiges Herbstwetter. Am Donnerstag wird es recht warm bei Höchstwerten um 23 Grad. Ansonsten ein lockerer Sonne-Wolken-Mix ohne Niederschläge, nachts 11 Grad. Freitag kühlt es sich schon wieder ab. Nur noch 15 Grad werden erreicht und es kann auch mal regnen. Überwiegend wird es wolkig sein, nachts 11 Grad. Ähnliches Bild am Samstag, mehr Sonne als Wolken, kein Regen, aber auch maximal nur 15 Grad. Die Nacht wird mit 4 Grad wiederum recht frisch. Soweit die aktuellen Nachrichten, meine Damen und Herren. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen.